Hallo meine Lieben und willkommen bei Stexel oder Stexel? Staxel? Ich nenn's Stexel. Irgendwie so. Ja, wir spielen. Wir probieren Stexel, sagen wir es lieber so. Trifft's glaube ich besser. Und ja, möchte euch das kurz mal vorstellen und mit euch gemeinsam anschauen. Was ist Stexel? So, ich lese euch mal kurz vor, was Steam sagt, was Stexel ist, und dann sage ich euch, was Stexel ist. Steam sagt, vergrößere deine Farm, triff die Dorfbewohner und schließe dich online mit deinen Freunden zusammen, um deine Welt zu bauen. Ja, und wir sehen im Hintergrund, das ist die Welt von Stexel. Und wir sehen auch im Hintergrund auch schon die angesprochene Farm. Und damit kommen wir auch zu dem schon, was Stexel für mich ist. Stexel ist für mich eine Art von Minecraft, sieht man auch. Minecraft-Optik, nur ein bisschen runder, bisschen bunter, bisschen comicartiger nochmal und ja. Aber sonst nicht so viel anders. Und es geht halt hauptsächlich ums Farmen. Und das erinnert natürlich, warum durchaus einige es vergleichen mit Stardew Valley. Gut, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier sieht. Nein, sieht man jetzt gar nicht. Da sieht man nur die... Offensichtlich sind das tatsächlich die Entwickler. Gut, und zwar nehme ich, dann sind wir dort, wo ich hin wollte eigentlich, auch wenn es hier nicht direkt steht. Stexel wurde entwickelt nämlich von Plukit, weiß nicht, wie man es ausspricht, Plukit, und wurde gepublished von Humble Bundle. Ist wobei, muss man dazu sagen, das ist eine Alpha, oder Alpha weiß ich gar nicht, ob es das ist, ein Early Access Titel auf jeden Fall, also ist in Entwicklung und noch nicht fertig. Ja. Gibt es noch gar nicht so lange, gibt es jetzt irgendwie seit einer Woche ungefähr. Wurde veröffentlicht auf Steam dann am 23. Jänner dieses Jahres. Und ich habe jetzt schon ein paar Let's Plays gesehen, unter Anführungszeichen. Also ich habe einfach mal bei zwei YouTubern reingeschaut, die ich halt wirklich immer gerne schaue. Und am Ende hat es mir einfach wirklich gut gefallen, was ich gesehen habe. Und ich habe mir gedacht, das möchte ich selbst probieren. Und ja, klar, wenn ich das selbst probiere, dann nehme ich natürlich das auf und dann nehme ich euch mit dabei. Genau. So, dann, wie immer am Anfang, will gar nicht ewig lang quatschen, ich zeige euch das alles, das macht, glaube ich, viel mehr Sinn. Grafikeinstellungen, ja, muss dazu sagen, ich hatte Probleme, es auf meinen richtigen Monitor jetzt zu bekommen, weil es mal, müsst ihr euch so vorstellen, ich habe einen sehr großen Hauptmonitor, ist auch als Hauptmonitor eingestellt und einen sehr kleinen Nebenmonitor, wo ich halt gerade beim Aufnehmen noch ein paar Sachen habe, wie jetzt zum Beispiel, wer ist der Entwickler, der Publisher, also einfach die Steam-Shop-Seite offen habe oder auch andere Einstellungen, manchmal, ja, Aufnahme, Audio-Tools und so weiter. Dementsprechend, wer das hat, ich kann es nur, deswegen sage ich es einfach gleich, Vollbild deaktivieren. Dann hat man ganz normal ein Windows-Fenster und die kann man mit der Windows-Taste plus dem Pfeiltasten herum quasi schieben, will ich jetzt nicht sagen, aber man kann einfach mit der Windows-Taste und dann gleichzeitig Pfeile gedrückt, dann bewegt sich das Fenster. Und so kann man es dann auch wieder am richtigen Monitor in den Vollbildmodus bringen und dann hat man es, so wie ich jetzt, am richtigen Bildschirm im Vollbildmodus. Ich hoffe, dass das noch besser wird. Ich weiß nicht warum, aber meine Aufnahme macht momentan bei 30 Schluss, obwohl das Spiel bei mir eigentlich in 60 Frames läuft. Werden wir sehen. Ich sag's einfach dazu, es liegt jetzt, weiß nicht woran es liegt. Gibt jetzt irgendwie, ich habe jetzt hier nichts geändert, aber gibt eh eigentlich eine ganze Menge. Ich habe hier den Sound auf 75 mal runtergedreht, weil in meiner Testaufnahme war der doch sehr laut. Vielleicht werde ich ihn noch reduzieren. Ja, Sprachen Deutsch, wobei, sage ich gleich dazu, ich lasse es jetzt zwar Deutsch, aber die Übersetzung ist nicht vollständig und auch manche Texte überlappen dann bestimmte Bereiche. Also, so gesehen,
Nicht ideal noch, aber besser als nichts. Und so gesehen ist das in Ordnung, denke ich. Ja, diverse Sachen. Haben wir das selbst ja alles noch gar nicht angeschaut. Finde ich auch toll. Was auch immer das ist, Starren der NPCs unterbinden. Finde ich einfach geil. Hier starren einen also NPCs an. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ja, man hat einen Mehrspielermodus. Ich kenne ihn natürlich nicht, habe ihn nicht ausprobiert. Bin ich aber, ja, finde ich gut, natürlich. Sachen wie Spiele wie Minecraft ohne Multiplayer ist natürlich immer so eine Frage. Aber dementsprechend habe ich es eh schon 5 Minuten geredet. Würde sagen, wir probieren was Neues. Dementsprechend, da habe ich meine Testwelt halt, um die Aufnahme mal zu testen, ob es grundsätzlich aufnimmt. Dementsprechend, wir nennen unsere Welt, was ist das einfach? Das ist die Achsche Bauernhof. Oder die Achsche Welt? Nennen wir es Achsche Welt und fertig. Nichts zu schauen, einfach Singleplayer mal bisschen probieren. So, gut. Was gibt es dazu zu sagen? Vielleicht noch erwähnt, es ist eben auch, schaut zumindest, ich habe es eben noch nicht probiert, schaut sehr Minecraft-lastig aus und wir sehen hier oben, wir haben Version 1.1.41. So, wir sind... Sind wir ein Männchen? Ja, wir sind ein Männchen, warum auch nicht? Wir sind ein menschliches Männchen. Wir sind natürlich... Naja, so blass bin ich auch nicht. Wir sind blass. Aber auch nicht so blass. Na, nehmen wir mal eher die blasse Variante. Was auch immer wir hier haben. Och, je, da kann ich ja... Da kann man eine ganze Menge... Ja, das ist natürlich sehr fesch. Kann man eine ganze Menge auswählen. Ja, ich will da jetzt, werde da jetzt gar nicht ewig um und dumm eiern. Ich sage euch, wie es ist. Im Gegensatz zu anderen bin ich ja da jetzt nicht so der ewig im Menü darum zu eiernde. Ist mir jetzt nicht so ultra wichtig. Aber einmal können wir ja so ein bisschen durchklicken, damit ihr es auch gesehen habt, was da alles gibt. Ist natürlich jetzt ausschließlich nur für euch. Würde ich natürlich, wenn ich allein wäre, niemals hier durchschauen. Aber ich denke... Welches hat denn das? Da war doch jetzt dieses lustige... Eins war doch irgendwie ganz nett. Die nicht, die sind irgendwie seltsam. Aber da gab es diese einen... Die da. Wir nehmen jetzt einfach mal die und fertig. Kann ich da noch... Das macht dann in dem Fall keinen Unterschied. Ja, dann macht es halt keinen Unterschied. Gewandt! Was haben wir da? Bitte nicht pink. Ich mag pink nicht... Also ich mag schon pink, aber ich mag pink nicht tragen. Weiß? Weiß und schwarz? Weiß und schwarz? Weiß und schwarz ist super. Oh ja, Muskelshirt. Oh, oh ja, da wären die Frauen schwach jetzt, wenn wir das anziehen. Ist zwar sonst nicht mein Stil, aber hallo, wenn wir jetzt hier ein Muskelshirt haben. Super. Großartig vielleicht das. Aber bei schwarz kann ich jetzt hier nicht. Hose gibt es eh nur eine. Und Schuhe. Was passt denn da dazu? Ja, nicht die roten. Ja, wunderbar. Muskelbauer, Muskelshirtbauer. Großartig, oder? Eine Pracht fast schon. Oh, das gefällt mir einfach nicht. Das geht einfach gar nicht. Das geht leider nicht. Auch wenn ich es noch so lustig fände. Oh, jetzt kann ich hier nicht mehr weg, oder? Oh, ich glaube, jetzt stecken wir hier ein bisschen mit den... Oder geht das nur mit anderen Schuhen? Oh, jetzt geht's. Oh, es geht mit dem tatsächlich. Mit den Schuhen geht echt nur das Muskelshirt. Wirklich. Nein. Hä? Seht ihr das? Oh, ach so, ich bin auch... Ich brauche diesen Rahmen. Kurz nochmal checken. So.
Das heißt, was macht dieser Rahmen? Ach so, ich muss hier wählen jetzt, oder was? Nein, ich kapiere es nicht. Jetzt kann ich auf jeden Fall... Dann gib mir halt Katzen. Die finden alle nicht so toll. Ja, das ist Standard, passt schon. So, wollte jetzt gar nicht so lang da rumtun. Bewegung, ja, man kann mit Gamepad und Tastatur, wie wir sehen. Ich spiele jetzt mit Tastatur, WASD und die Maus. Wir platzieren mit links und wir drehen mit dem Mausrad, gehe ich mal davon aus. Ja, drehen. Ich bin auch schlau. Platzieren und drehen. Tab ist das Inventar. G, okay, das warum auch G. Material Schnellauswahl und irgendwie Item. Ja, ja. So, okay, wir können uns umschauen mit der Maus. Super, und mit der Tastatur rumlaufen. Und wie gesagt, ich habe ja schon ein bisschen reingelinst. Deswegen hier jetzt... und wir sehen jetzt rechte Maustaste. Hier geht's weiter. Und zwar, wir lernen kennen, Farmfan. Ein neues Gesicht, das sieht man hier selten. Erfolg freigeschaltet, rede mit dem Farmfan. Du musst Ach sein. Ja, wir sind... Ich bin Ach. Ist richtig. Ich habe das nicht eingegeben, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es wirklich nicht eingegeben. Ich überlege jetzt. Egal. Gut. Im Namen aller Einwohner in Stexel willkommen. Ich bin übrigens Farmfan. Haha. Habe ich gelesen. Ich wurde geschickt, um dir den Einstieg zu erleichtern. Das ist super. Stimmt das? Du willst die alte Farm übernehmen? Ich denke ja. Hätte ich mal... Oh, wer war das jetzt? Da ist irgendwer vorbeigelatscht. Hervorragend, dachte ich es mir doch. Du bist also bereit, etwas über das Farmen zu lernen. Ich kann dir gerne das Dorf zeigen und deine Fähigkeiten beurteilen. Wir müssen ja sicher gehen, dass du weißt, was du tust. Und dann bekommst du deine Farmerlizenz, okay? Alles klar, her damit. Ich bin froh, das zu hören. Ich gebe dir erstmal eine kurze Führung durch die Stadt. Dann gehen wir zur Farm rüber. Ich hoffe, dass du dich schnell hier einlebst und zu Hause fühlst. Oh. Wenn du dich verlaufen solltest, kannst du jederzeit auf die Karte schauen. Folge mir. Ja, und wie schaue ich auf die Karte? Kurz mal probieren. M? Oh ja, M ist die Karte. Alles klar. So, dann schauen wir mal. Farmfan. Oh. Ich muss immer auf diese Zeichen rechts unten achten. Cecil. Wenn das nicht genau das ist, was unser Dorf braucht. Frisches Blut. Nein. Fly. Eloquenz. Eloquenz. Aha. Ich bin Cecil und ich habe absolut gar keine Intentionen, dich als Versuchsobjekt zu verwenden. Wo ist Farmfan? Ich möchte petzen. Ich möchte petzen gehen. So, Farmfan. Das ist das örtliche Gasthaus. Hier kann man den Tag nach getaner Arbeit schön ausklingen lassen. Rowan, der Besitzer, kennt so gut wie jedes Gerücht im Ort. Du kannst hier kurz mal reingehen. Ich glaube, er hat was für dich. Ich warte hier auf dich. Alles geht. Alles geht, ja. Alles klar, wollte ich sagen. Dann gehen wir zu Rowan. Plaudern, ja bitte. Oh. Ich denke nicht, dass ich dich hier schon mal gesehen habe. Bist wohl neu in der Stadt, was? Ich mag das nicht. Ich rede lieber normal. So, ich bin mir sicher, dass du hier gut reinpasst. Hier, das geht aufs Haus. Becher Saft. Betrachte es als Willkommensgeschenk. Ich hoffe, dich hier ab und zu mal zu sehen. Übrigens, das klingt vielleicht jetzt etwas komisch, aber... Gibt es irgendein Tier, das du besonders magst? Ja, das ist jetzt das Dilemma. Hunde oder Katzen? Eigentlich hatte ich immer Hunde, oder immer, ich hatte einen Hund. Ich hatte zumindest noch keine Katze. Ich finde aber Katzen irgendwie wesentlich anziehender und irgendwie, ja, eigentlich so irgendwie beides. Aber wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich eine Katze. Oh, was für ein Glück du doch hast. Neulich kam ein Händler hier vorbei und beim Sohn der Schwester der Freundin seiner Tante
gab es Nachwuchs. Wenn du wiederkommst, nachdem du mit Farmfan fertig bist, könnte ich ein Junges für dich haben. Viel Glück. Alles klar, super. Wir kriegen ein Kätzele. Sagt mal, glaube ich, wie sagt man in Vorarlberg? Bin ja eigentlich nicht aus Vorarlberg. Aber die sagen, glaube ich, ein Kätzle? Kätzle? Irgendwie so Kätzle? Egal, ich kann das ja nicht. Gut, Farmfan, geh weiter. Können wir weiter? Ja, wir können weiter. Los geht's. Supermarkt. So, ich glaube, ich springe jetzt mal vor. Ich bin jetzt schneller als er. Oh, man kann. Jetzt fällt es mir erst auf, man kann hüpfen. Ich habe ja, wie gesagt, bei anderen schon gelinst, wobei ich das nicht ganz kapiere. Ich habe eben bei zwei verschiedenen gelinst, reingelinst in die Folgen und da sind die Map ist da unterschiedlich. Wobei meine Map so ist wie bei dem einen. Und ich dachte jetzt, okay, das ist irgendwie random, Zufall. Wo ist jetzt Farmboy hin? Farmboy? Oh, da. Wie hat sich der jetzt reingeschlichen? Im Supermarkt werden Dinge verkauft, die du täglich brauchen wirst. Hier gibt es Tierfutter, Saatgut, Werkzeuge und andere praktische Sachen. Während du damit beschäftigt warst, mit Rowan zu plaudern, war ich drüben bei den Händlern. Sie sind auf der anderen Seite des Marktplatzes. Sie verkaufen nicht nur Waren, sondern kaufen sie auch an. Du musst das gewünschte Item nur auf den Verkaufsplatz legen und anklicken. Rote Betesamen. Diese Samen werden dir gewiss noch nützlich sein. Um sie überhaupt zu nutzen, müssen wir aber erstmal zu deiner Farm zurück. Der perfekte Zeitpunkt, um sich den Weg zur Farm und zurück zu merken. Hier lang. Okay. Oh ja, der hat ein richtig gutes Tempo drauf, der liebe Farmboy. Oskar, ja, wir werden mit all diesen netten Herrschaften noch reden dann. Bin ich da jetzt eh? Ja, bin eh richtig. Aber jetzt geht's erstmal zu unserem Nachhause. Zu Hause. Jetzt geht's erstmal zu unserem Nachhause. Das ist irgendwie auch nicht ganz hübsch. Oh, da. Farmfan, komm her. Hier sind wir, dein neues Zuhause. Ja, was ich gesagt habe. Auf den ersten Blick vielleicht etwas abschreckend, aber du wirst dich schon einleben. Du bist etwas außerhalb des Dorfes verglichen mit uns anderen. Hoffentlich wird dein Haustier dich vor der Einsamkeit schützen, sobald es da ist. Falls nicht, komm einfach zu uns, die Straße runter. Wir plaudern gerne. Wir sollten uns wohl mal die Felder ansehen. Folge mir. Ja, wir lernen jetzt, glaube ich, anpflanzen. Immerhin ist es ja ein Farmspiel, so ist es ja nicht. Und das ist Farmfan. Dementsprechend. Oh, ich muss aufpassen, dass ich mit meinem Fuß nicht wieder meine Festplatten ausstecke. Mit der Hacke kannst du den Boden umgraben, um Samen einzupflanzen. Wir kriegen eine Hacke, super. Wenn du die Taste gedrückt hältst, kannst du die Hacke aufladen, um einen größeren Bereich umzugraben. Versuch's mal und pflanze ein paar Samen für mich. Falls du sie verloren hast, bekommst du welche bei den Händlern in der Stadt. Okay, wir haben nichts verloren. Dann. Wir haben hier eine Hacke und wir können linke Maustaste pflügen. Dann pflügen wir hier mal die Welt. Richtig geil, so richtig, mega viel. Erfolg, lade ein Werkzeug auf. Bam. Würde ich mal sagen. Richtig durchgepflügt hier. Und einmal gepflanzt. Pflanze einen Samen. Sehr schön. Weltmeisterlich. Gut gemacht. Hier ist eine kleine Belohnung für deine gute Arbeit. Gießkanne und 200 Blütenblätter. Das ist die Währung, sehen wir links oben, 300. Du kannst die Gießkanne benutzen, um deine Pflanzen zu bewässern. Wenn du deine Pflanzen nicht täglich gießt, vertrocknen sie. Vertrocknete Pflanzen wachsen nicht. Los geht's, versuch's mal. Dann dürfen wir jetzt wässern. Die Samen wachsen. Ach so, das war untersuchen, nicht wässern. Erfolg. Gieße eine Pflanze. Ich könnte Farmboy gießen. Ich gieße Farmboy jetzt, dann wächst Farmboy. Sieht so aus, als ob du es langsam in den Griff kriegst. Hier eine weitere Belohnung. Nochmal 200 Blütenblätter, super. Ich glaube, es wird einige Zeit brauchen, bis sie wächst.
Tatsächlich bekomme ich langsam etwas Durst. Kannst du diese Notiz an Rowan überbringen und mir was zu trinken holen? Vielleicht hat er ja sogar ein paar Aufgaben für dich. Ich warte dann hier auf deine Rückkehr. Okay. Okay, dann kann man sprinten. Ist das jetzt schneller? Nein, oder? Nein, ich glaube nicht. Rowan einmal anreden. Mach's gut, ach. Ist die Notiz für mich? Ja, die ist für dich. Farmfan hat dich also geschickt, um ihr mehr Saft zu holen, was? Sie trinkt viel zu viel davon. Wie wäre es damit? Du hilfst mir bei ein paar Besorgungen und ich werde sehen, was ich tun kann. Nichts Großartiges oder so. Bring das einfach zu Leif im Gemischtwarenladen. Er weiß schon, was ich brauche. Es ist eine Bestellung, auf die ich jetzt schon fast eine Woche warte. Wie du vielleicht siehst, bin ich einfach zu beschäftigt, um das Gasthaus unbeaufsichtigt zu lassen. Als ob hier irgendwie... Als ob hier die Welt los ist. Ein Klo. Oh, da geht's noch rauf. Auch sehr hübsch. Mit Spinnweben. Da hat der liebe Rowan nicht gut geputzt hier. Oder er möchte sich eine Hausspinne halten. Das kann natürlich auch sein. Wer hat bitte keine kleine Hausspinne zu Hause? So, die Händler winken fröhlich. Einmal bitte zu Leif. Das hier darf ich euch vorstellen. Leif, plaudern. Na du, ich betreibe das hiesige Geschäft. Es heißt Leif. Alles klar. Er heißt Leif und das Geschäft heißt also Leif. Komm mal vorbei. Oh, also hat Rowan endlich jemand geschickt, der seine Bestellung abholt. Er hat sich ja lange genug Zeit gelassen. Was es auch ist, es riecht langsam komisch. Ich bin froh, wenn ich es endlich los bin. Übrigens, Glückwunsch zu deinem neuen Haustier. Muss schön sein, solch einen guten Kameraden zu haben. Hier draußen kann es ziemlich einsam werden. Du siehst verwirrt aus. Naja, ist ja auch egal. Ich habe auch was für dich. Futternapf von Tierfutter? Das wird definitiv nützlich für dich sein, jetzt wo du ein Haustier hast. Wir verkaufen hier lauter praktisches Zeug. Schau dich ruhig jederzeit um und kauf, was du gerade brauchst. Aber sorge jetzt erstmal dafür, dass dieses Paket von hier verschwindet. Lange halte ich den Geruch nicht mehr aus. Okay, wir werden tatsächlich jetzt gleich shoppen. Und zwar, weil ich einfach schon eben ein bisschen reingeschaut habe. Dann geht hier, damit hier auch was weitergeht. Wir wollen ein Insektennetz. Oh, wir müssen nur aufpassen, so viel Geld haben wir nicht. Ganz wichtig, eine Spitzhacke. Ganz wichtig, eine Axt. Eine Sense. Und ich hätte die Schaufel gern auch noch. Ja, die geht sich auch noch aus. Super. Und... eine Pfeife haben wir hier. Ich hätte gern... die Frage, wollen wir das jetzt... Na, das Geld haben wir aber noch nicht. Nein, nein, dann brauchen wir... Das passt schon mehr, glaube ich. Oh, doch, vielleicht nehmen wir noch ein bisschen Saat mit. Für das restliche Geld. Was haben wir hier? Gurkensamen sind billig. Gib Gurkensamen her. 150 ist ein bisschen... Was haben wir noch? 39 Kartoffelsamen. Rote Beete. 60 Salatsamen. Ja, wisst ihr was? Her damit. Ich finde das geil, dass die ganze Zeit die Wasser... die Gießkanne ausschüttet. Wenn wir kaufen. Glaube ich zumindest, dass das... zumindest irgendwas passiert. Da irgendeine Animation sehe ich da im Augenwinkel. Okay, und dann... einfach nochmal Gurkensamen und einmal noch Gurkensamen. Jetzt sind wir wieder pleite. Aber wir haben Samen ohne Ende. Und die machen uns reich, meine Lieben. Die werden uns reich machen. Wir werden der reichste Bauer werden auf diesem, in diesem ganzen Dorf hier. So, es ladet alles ein bisschen. Sieht jetzt ein bisschen auch nach... für mich wirkt es ein bisschen so, als ob es leckt hier, aber... eigentlich hat das Spiel konstante 60 Frames immer noch.
So, noch nicht fertig damit, Rowan zu helfen. Oh, ganz vergessen. Ich werde hier immer durstiger. Entschuldigung, na klar. Eigentlich wollten wir nicht zu Farmboy, sondern Farmfanboy. Sondern wir wollten hier zu Rowan. So, wir sind von vorne gerade gekommen. Niemand hat es gesehen. Ah, dieses überwältigende Aroma. Du hast mein Päckchen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf gefreut habe. Der einnehmende Duft und dieses unvergleichbare Aroma. Oh, diese unvergleichbaren Aromen. Hm? Du willst wissen, was in dem Paket ist? Es ist ein spezieller fermentierter Fisch. Es gibt da draußen nur wenige Inseln, die so ein Schätzchen produzieren. Also kommt man auch entsprechend schwer. Ich nehme mal an ihn ran. Ich finde es toll, live zu necken, indem ich ihn in den Laden liefern lasse. Aber genug davon. Ich kann mir gut vorstellen, dass du nichts anderes willst, als dein Tierchen zu sehen. Hm? Oh, habe ich dir das noch nicht erzählt? Ich habe dein Haustier bereits rüber zu Farmfern geschickt. Das da ist nur ein Zettel mit ein paar Anweisungen für Farmfan. Bitte gib ihn ihr von mir. Farmfan ist ein Mädchen, wusste ich auch nicht. Und vergiss den Saft, den sie wollte. Ich habe ihn ihr bereits zukommen lassen. Nun beeile dich lieber und begrüße deinen neuen Gefährten. Denk dran, du bist hier jederzeit willkommen. Abends ist hier meistens mehr los, also komm am besten dann vorbei. Du solltest jedoch nicht so lange draußen bleiben. Es ist immer noch am besten, nachts im eigenen Bett zu schlafen. Alles klar, dann gehen wir wieder mal nach Hause zu Farmfan und zu unserem neuen Haustier, wenn es wahr ist. Ist hier ein Haustier? Noch nicht. Hm, und wo ist mein Saft? Du hast keinen? Rowan meinte, er hätte sich um alles gekümmert. Oh. Übrigens, ist der Brief für mich? Zeig mal her. Also, er muss ja nicht gleich so direkt werden. Ich glaube, Farm Girl hat keinen Saft gekriegt. Naja, dann wohl kein Saft. Zum Glück bin ich eine herzensgute Person, ansonsten hätte ich dein Tier jetzt behalten. Katzenhaus, Namensformular. Bitte sehr. Ich sollte dir am besten auch noch beibringen, wie man die Tierhütte platziert. Hammer. Ein Hammer wäre schon mal nützlich, falls du noch was ändern willst. Du kannst die Tierhütte ähnlich wie ein Werkzeug benutzen. Wenn du die Taste gedrückt hältst, kannst du die Hütte nach Belieben drehen. Alles klar. Na los, versuch's mal. Haben wir jetzt eine Hütte? Oh ja, wir haben eine Hütte. Dann. Wo tun wir die Hütte hin? Eigentlich hier rein, oder? Oder kommt da der Gemüsegarten hin? So, ziehen. Das tu mal weg. Dann tun wir es hier hin, oder? Und die kann ich jetzt drehen? Oh ja, drehen. Oh ja, ich kann sie drehen. Okay. Ist das jetzt vorne? Schaut so aus. Erfolg, Haustierfrage. Nein. Was war das jetzt? Ich habe es nicht gelesen. Iris! Wir haben ein schwarzes Kätzchen namens Iris. Hallo Iris. Süße Iris. Und wir hatten, sagt uns Farmfan das jetzt auch noch? Ah, gut gemacht. Bist du sicher, dass dir diese Ausrichtung gefällt? Vergiss nicht, du kannst jederzeit den Hammer benutzen. Das Tier wird dann sicher verwahrt, bis du die Hütte wieder aufstellst. Alles klar. Wenn du die Taste beim Platzieren gedrückt hältst, kannst du die Ausrichtung bestimmen. Dein Haustier wird übrigens ziemlich schnell hungrig. Es wäre wohl eine gute Idee, einen Vorrat an Tierfutter anzulegen. Im Supermarkt wird vieles verkauft, was du im Alltag brauchen wirst. Ich würde da mal nachschauen. Erstmal kannst du deinen neuen Futternapf platzieren und mit Futter füllen. Komm zu mir, wenn du fertig bist.
Alles klar, einmal einen Futternapf. Das ist, da gibt es Geschenke, oder das sind Geschenke, nehme ich mal an. Schaut zumindest wie Geschenke aus, ein Geschenkesymbol. So, dann einmal hier einen Futternapf untersuchen. Futterspender ist leer. Okay, dann Tierfutter füllen. Gefüllt mit 2 Einheiten. Fülle einen Futternapf. Na, und schon wird da weggefuttert wieder. Großartig! Das Futter sollte für eine Weile reichen. Hm. Ich habe es langsam satt, auf die Ernte zu warten. Ich kann mir vorstellen, dass dich mein Gesicht langsam nervt. Na, geht eigentlich noch. Geht eigentlich ganz okay so. Siehst du den Krug mit Wasser, den ich dir gegeben habe? Das ist kein normales Leitungswasser. Magisches Wasser lässt deine Pflanze sofort wachsen. Cool, oder? Einige Händler verkaufen es. Vielleicht, also achte darauf. Es ist allerdings ziemlich selten und teuer. Gieß es über die Pflanze, die du gerade gepflanzt hast, und ernte sie. Dann machen wir das mal. Magisches Wasser. So, bewässern und untersuchen. Die Samen wachsen. Alles klar. Dann einmal wachsen lassen. Darf ich die jetzt schon ernten? Farm Girl? Es sieht nicht so aus, als ob du die Pflanze schon... Ach so, ja, ich hätte sie schon ernten dürfen und sollen. Gieße die Pflanze... Ja, ja, ich wollte ja nur wissen, ob ich sie ernten darf. Erfolg! Ernte eine Pflanze, eine Rübe. Wir haben jetzt eine Rübe, ui. Hallo Iris. Du hast es geschafft. Gar nicht mal so schwer, oder? Jetzt ist es an der Zeit, dir das Registrierungsformular für deine Farm zu geben. Und 200 Blütenblätter. Sehr gut. Geh damit so schnell wie möglich zum Rathaus, um dich bei Max zu registrieren. Im Gegenzug erhältst du ein Spezialpaket für einen guten Start für deine Farm. Was mich angeht, sollte ich dir langsam aus dem Weg gehen. Du kannst mich jederzeit in der Stadt finden. Viel Erfolg. Alles klar. Da haben wir Oskar bei uns zu Besuch. Dann machen wir das, was uns natürlich gerade gesagt wurde. Wir gehen. Was haben wir da? Einen Brief? Ich nehme mal an, das wird jetzt der Brief für Max sein. So, da haben wir das Rathaus, glaube ich, ist es. Nehme ich mal an. Zumindest wirkt so. Was haben wir hier? Namensformular für 200. Wo ist... Oh, konnte ich da jetzt... Oh, ich kann das hier abstellen. Okay, gut zu wissen. Wo... Oh, da ist Max. Plaudern. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, habe ich mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin der Bürgermeister dieser kleinen Stadt. Oh, ist das dein Farmregistrierungsschreiben? Sehr schön. Ich werde es zu den Akten legen. Im Gegenzug erhältst du deine Lizenz und ein paar sehr praktische Dinge. Möchtest du das Registrierungsformular abgeben? Ja, bitteschön, einmal abgeben. Hervorragend, hier ist deine Lizenz. Wir haben Pharma-Lizenz und ein Erfolg. Wir haben auch einige zusätzliche Dinge für dich. 50 leichte Holzplankenblöcke. Wir alle hoffen, dass du der Farm ein neues Leben einhauchen kannst. Jetzt, wo du lizenzierter Farmer bist, können wir uns endlich um diese verirrten Rinder kümmern. Bevor das aber möglich ist, musst du erstmal eine Scheune bauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich qualifiziert genug dazu bin, dir diese Dinge beizubringen. Ich schlage vor, du triffst dich mit Alisa. Er hat dieselben Augen wie wir, fällt mir gerade so auf. Sie wird dir mit allem behilflich sein, was du brauchst. Du findest sie wahrscheinlich beim Handwerkerladen. Falls nicht, dann wird dir deine Karte dabei helfen, sie zu finden. Komm danach zu mir und wir besorgen dir ein paar Kühe. Alles klar, das heißt, wir haben jetzt eigentlich unsere allererste Aufgabe, abgesehen davon, dass wir endlich eine Lizenz haben. Und die Folge wird ein bisschen länger. Ich überziehe jetzt ein ganz kleines bisschen. Normal ist ja eine halbe Stunde. Aber erste Folge, erstes Mal reinschauen. Da läuft Iris. Ich glaube, es war Iris, oder? Iris, genau. Iris, muss mir das merken.
Hallo Iris. Oh. Iris ist zufrieden, das ist super. So, und zwar genau richtig, was ich nämlich gerade sagen wollte oder machen wollte. Wir... Oh, ich könnte euch das mal zeigen. Ihr kennt es ja noch nicht. Ich kenne das ja alles schon. Dann zeige ich euch das mal ein bisschen, was hier so ist. Also erstens, wir haben hier unser Haus. Das gehört uns. Ist jetzt nicht besonders hübsch, zugegeben. Spinnweben, kaputte Fenster. Immerhin, wir haben einen Kasten mit einem Schrank und einem Sessel drinnen. Und wir haben ziemlich viel kaputten Boden, abgesehen von kaputten Betten und viele Kisten rumstehen und überhaupt alles. Und wir haben, oh ja, das ist doch schön, wir können direkt vom Klo ins Bett quasi durchschauen oder vom Bett ins Klo schauen. Also wenn man hier jetzt zu zweit wohnen würde, könnte man direkt beim Einschlafen dem anderen zuschauen, wenn er am Klo sitzt. Gibt doch nichts Schöneres, oder? Ich meine, wer wünscht sich das nicht? Okay, auch wenn ich glaube ich diese, auch wenn wir diese Blöcke wohl brauchen, wir werden das jetzt glaube ich hier mal reparieren. Sind das dieselben eigentlich? Ja, schaut so aus. Dann bitte hier mit zumachen. Bisschen Privatsphäre wäre schon sehr angenehm hier. Am stillen Örtchen. Wo ist denn jetzt unser Hammer? Hammer? Da ist unser Hammer. Gib uns den Hammer und den Saft brauchen wir nicht. Hammer? Oh! Aufladen ist vielleicht hier drinnen nicht so die beste Idee. Was auch immer ich jetzt da... Deckenbalken. Oh, ich habe meine Decke zerstört. Unabsichtlich. Ist da drüber was? Nein. Ich würde das gerne nochmal reparieren. So, die Rübe braucht auch keiner. Die Lizenz brauchen wir jetzt sicher hier auch nicht. Dann gib mal Holz. Machen wir es mal so. So, wie, jetzt wird es lustig, ob ich das zusammenbringe. Meine Baufähigkeiten sind begrenzt. Das heißt, hier kommt der Block hin. Das heißt, hier und hier kommt das hin. Und das müsste dann hier hin. Okay, ich glaube, ich habe mir unsere Decke wieder repariert. Wobei, das geht ja wirklich gar nicht. Da ist ja auch schon wieder kaputt. Hammer. Und diesmal nur einmal, bitte. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, dann wisst ihr was. Wir machen jetzt hier, räumen wir kurz auf. Das gehört weg. Die Kisten können... Oh, die kann man mitnehmen. Kisten können weg. Kiste... Spinnweben. Oh, da war eine Kerze. Gib mir die Kerze. Die will ich haben. Die stellen wir dann auf einen Tisch oder sowas, wenn wir ihn finden. So, Kiste. Ganz viele Kisten. Da ist auch noch eine. Haben wir's? Ich glaube, jetzt schaut das mal gut aus. Oh, am Klo können wir auch noch. Da ist. Aber lassen wir die. Da haben wir ein bisschen Licht am Klo. Das ist okay. Für jetzt. Frage ist, war hier auch? Oh, die Kisten sind super. Jetzt fällt mir das gerade auf. Die Kisten kann man verwenden, um dann sich quasi so eine Art... Um mit der... Ich will das nicht zerbrechen. Achso, falsche Taste. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, ich will das nicht zerbrechen. Die Kisten kann man natürlich gut verwenden, um dann draufzusteigen, wenn man nach oben bauen will oder oben irgendwas bauen möchte gerne. Die heben wir auf jeden Fall auf. So, damit sollte das hier jetzt schon alles ein bisschen besser sein, oder? Schaut doch schon irgendwie ganz ein kleines bisschen freundlicher aus. Okay, aber das wollte ich euch ja eigentlich nur ganz kurz zeigen. Wir wollten jetzt hier pflanzen. Wir sind ja immerhin in einem Farmspiel. Bisschen. Wobei pflügen müssen wir es jetzt eigentlich nicht. Wir müssen eigentlich nur jetzt unsere Samen verwenden, die wir jetzt gekauft haben. Machen wir das mal. Und wir werden dann eine Gießkanne hier brauchen. Machen wir es mal so. Okay. Ich denke, das sollte passen. Dann fangen wir mal an. Pflanzen. Einmal.
Dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, sieben, acht und neun. Das sind die ersten. Das, geht sich das aus? Nein, das geht sich sicher nicht aus. Dann doch nochmal die Hacke her. Gib. Dann machen wir hier einfach direkt daran. Hätte ich gesagt, nochmal so ein Feld. Machen wir sie nebeneinander. Oder lassen wir eins aus? Na, lassen wir eins aus. Dann machen wir hier ungefähr, müsste das dann jetzt sein. Hoffentlich. Schauen wir mal. Oh ja, schaut gut aus. Das war gut. Gute Größe. Aber das Blatt... Ach so, wir könnten das gleich so richtig, dass wir die getrennt haben. Das wäre ja super. Dann haben wir hier, dann hier und das wäre dann ungefähr... Wenn es wahr ist, wäre das jetzt hier. Schaut das? Das schaut gut aus, aber hier fehlt noch was. Macht das. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich das jetzt... Ja gut, dann lassen wir es mal so, dann passt das schon. Dann machen wir einmal, zweimal, dreimal. Einmal. Echt ein bisschen verzögert. Das dauert ein bisschen, bis das angepflanzt ist, offensichtlich. Darf man... Das Spiel ist nichts für ungeduldige Menschen. So, okay. Und jetzt müssen wir das Zeug bewässern. Okay, da kann man nicht aufladen, aber man kann zumindest gedrückt halten. Das ist gut. Kann man da durchgehen? Ja, kann man durch die Holzpfähle stecken. Wie auch immer. Okay. Und es wird lila. Es wird ein lila Abend. Eigentlich... Oh, was auch immer das... Bisschen spooky wirkt, aber irgendwie ganz nett auch wieder auf der anderen Seite. So. Gut, das heißt, wir haben hier erfolgreich angepflanzt. Ist doch schön. Irgendwie schaut dieser Boden jetzt hier nicht besonders hübsch aus, oder? Was kommt denn da? Oh, was habe ich da jetzt rausgenommen? Grober Steinweg. Mal kurz geschaut, was ist das? Ich tue es gleich wieder rein, aber ich möchte nur wissen, was es ist. Pflastersteinpfad, okay. Alles klar. Dann machen wir das wieder rein. Das heißt, den Pflasterstein hierhin. Mit der Drehreihenfolge von der Maus komme ich noch nicht ganz zurecht. Schaue ich dann gleich, ob ich die noch in der Pause umstellen kann. Da haben wir noch was zum Abbauen. Genau. Und nächstes Mal. So, dann. Da hat noch was. Ja, wir werden hier eine ganze Menge erleben, glaube ich, hoffe ich. Mal schauen. Also, zumindest bei das, was ich jetzt schon kenne. Und das ist noch nicht sehr viel. Also, ich habe nur, ich glaube, zwei Folgen, drei Folgen eben reingeschaut. Da sind noch ein paar Sachen, die auf uns zukommen. Und ja, ich hoffe natürlich, ihr seid genauso neugierig wie ich, was wir noch hier erleben alles. Wir und die süße Iris. Ja, und dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, willkommen auf unserer Farm hier. Und bevor ich mich schlafen lege oder bevor wir uns schlafen legen, verabschiede ich mich mal. Hoffe natürlich, jetzt hat euch gefallen. Ganz automatisch habe ich jetzt nicht gemacht. War zu spät schon. Hoffe, es hat euch gefallen und hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder rein. Wie immer am Ende wünsche ich alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.